Bundeskanzler Scholz hat sich nach einem Treffen mit Russlands Präsident Putin zuversichtlich gezeigt, auf diplomatischem Weg eine Lösung für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu finden. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Scholz, Sicherheitsfragen in Europa könnten nur mit und nicht gegen Moskau geklärt werden. Er begrüßte die Ankündigung Russlands, erste Soldaten von der ukrainischen Grenze abzuziehen. 6 Meter lang ist der Tisch, an dem Bundeskanzler Scholz und Russlands Präsident Putin Platz genommen haben. Mehrere Stunden dauerte der Austausch. Gesprochen wurde über Wirtschaft, Menschenrechte, vor allem aber auch über den Ukraine-Konflikt. Wir sind bereit zu dieser gemeinsamen Arbeit, auch in der Zukunft. Wir sind auch bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen. Aber alle Fragen sollten in ihrer Komplexität betrachtet werden. Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt muss es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Auflösung dieser Krise zu arbeiten. Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass da noch welche folgen. Am Vormittag hat das russische Verteidigungsministerium einen Teilabzug des Militärs an der Grenze zur Ukraine verkündet. Nach Beendigung ihrer Aufgaben haben die Truppen im Süden und Westen heute angefangen einzupacken und sich über den Schienenweg und über die Straße zurück zu ihren Stützpunkten zu bewegen. Alles nur Taktik? Diese Bilder kommen vom russischen Verteidigungsministerium und sollen den angeblichen Teilabzug von Truppen zeigen. Wie viele Soldaten? Unbekannt. Und die russische Duma hat sich am Mittag für eine offizielle Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine ausgesprochen. Das könnte für neue Diskussionen sorgen. Und die Pressekonferenz soeben hat unser Korrespondent in Moskau, Demian von Osten, für uns verfolgt. Fassen wir doch noch mal zusammen, was waren denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Momente dieser Pressekonferenz? Bundeskanzler Scholz hat die Pressekonferenz begonnen mit den Worten, man habe kein Thema ausgelassen, und tatsächlich wirkte es am Ende auch so, dass man einmal durch die gesamte Thematik der viel strittigen Punkte gegangen ist, die es zwischen Deutschland und Russland gibt. Da sind natürlich die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien. Unterschiede wurden sehr deutlich. Putin hat dazu deutlich gesagt, dass man fordere oder dass man nicht warten könne, bis dann irgendwann die Ukraine NATO-Mitglied würde, hat darauf geantwortet, dass es ja immer heiße, das sei aktuell nicht der Fall. Und darauf entgegnete dann Putin, ja, sollen wir denn warten bis übermorgen, bis es dann der Fall ist, das sei dann zu spät für Russland. Deswegen wolle man jetzt diese Probleme lösen. Er hat auch nochmal wiederholt, dass die wesentlichen Forderungen nach Sicherheitsgarantien, die Russland ja abgeschickt hatte im Dezember, dass in der Antwort darauf von den USA und der NATO auf die wesentlichen Punkte eben nicht ausreichend eingegangen worden sei. Also durchaus strittige Punkte. Bundeskanzler Scholz hat sehr viel die Hoffnung und auch die Erwartung geäußert, dass man jetzt im Dialog friedlich und diplomatisch über diese strittigen Punkte, insbesondere beim Thema Sicherheit, spricht. Er sagte in Bezug auf den Truppenaufmarsch, Deutschland könne keinen vernünftigen Grund für den russischen Truppenaufmarsch erkennen. Und insofern geht man davon aus, dass dieses Gespräch vielleicht ein Teil der vielen Gespräche ist, die es geben muss, um diese Sicherheitsbedenken auf beiden Seiten zu besprechen. Aber genau nach Dialog klingt das ja nun zunächst nicht. Dabei ist Scholz ja als diplomatischer Vermittler nach Moskau gereist. Sein Ziel war die Deeskalation. Was meinen Sie, ist ihm das gelungen? Also man kann sicherlich nicht erwarten, dass nach einem ein paar Stunden dauernden Gespräch jetzt die völlige Deeskalation auf der Tagesordnung steht. Aber so wie ich für Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, in der Pressekonferenz verstanden habe, hat er auch sehr eindeutig gesagt, man suche einen Weg, diplomatisch und friedlich die Krise zu lösen. Die Frage ist natürlich, inwieweit ist es friedlich, wenn man mehr als 100.000 Soldaten an die Grenzen eines anderen Landes schickt? Und es sind auch viele außenpolitische Differenzen klar geworden. Es gab einen kleinen Schlagabtausch über den Kosovo-Einsatz der NATO, wo es große Differenzen gibt, die auch eine Grundlage sind für andere Sichtweisen in Russland. Also es ist nicht alles harmonisch gewesen. Aber ein weiteres Beispiel vielleicht, das Beispiel Deutsche Welle,
Der deutsche Auslandssender darf ja in Russland nicht mehr senden. Und das ist auch Thema gewesen der Gespräche. Man ist da nicht ins Detail gegangen, aber Wladimir Putin hat gesagt, man wolle jetzt an einer Lösung arbeiten für dieses Problem. Also insgesamt habe ich dann doch in dieser Pressekonferenz mehr konstruktive oder positiv stimmende Elemente gehört als einen völligen Eklat. Den gab es nicht, aber es ist natürlich nicht zu erwarten, dass in ein paar Stunden immerhin das erste Zusammentreffen auch von Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, seitdem Scholz Bundeskanzler ist, dass man in ein paar Stunden diese vielen Konflikte, die es mit Russland ja derzeit gibt, lösen kann. Schauen wir doch mal auf die Inhalte. Beide haben ja ihre Positionen klar gemacht. Wie hat denn Putin argumentiert und was hat Scholz darauf geantwortet? Naja, darauf haben wir eben schon ein bisschen geschaut, was die Inhalte angeht. Putin besteht auf diesen Sicherheitsgarantien, die Russland haben möchte. Und Scholz signalisiert mit dem Truppenaufmarsch, da könne man eben keinen Grund dafür erkennen und will jetzt in Verhandlungen einsteigen. Man hat auch über die Ukraine sehr viel konkreter gesprochen, wo man das Minsk-Format wiederbeleben möchte. Und da hat beispielsweise Bundeskanzler Scholz auf eine Zusage des ukrainischen Präsidenten verwiesen, um eine Kontaktgruppe wiederzubeleben. Also das sind Versuche, einen Friedensprozess für den Konflikt mit Russland um die Ostukraine, ja, den wiederzubeleben. Da gab es ja eigentlich mal Treffen auf hoher Ebene 2019 und die sollten dann wiederholt werden nach ein paar Monaten. Da ist nie was draus geworden und es klingt danach, dass man das jetzt voranbringen möchte. Ob es klappt, werden wir heute noch nicht wissen, aber es klingt erstmal danach, man möchte es versuchen. Nun ging es natürlich auch um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, was ja Druckmittel geworden ist. Wie waren denn da die Positionen? Und es ging nicht nur um Nord Stream 2, sondern auch um den früheren Bundeskanzler Schröder, von dem sich ja Scholz distanziert hat, so könnte man das nennen, indem er sagt, er spreche für sich, also Schröder spreche für sich und nicht mehr in der Funktion eines Regierungsmitglieds. Putin hat dem entgegnet, dass er doch darin überhaupt nichts Negatives sehen könne, dass Schröder jetzt, er wird gehandelt in Russland als ja zukünftig womöglich auch noch in der Nord Stream in der Nord Stream Mutterfirma Gazprom vertreten zu sein, dass das doch nichts Positives sei und man könne verweisen auf die Gasdeals, wo Schröder doch gute Dinge auch für sein Land erreiche. Zu Nord Stream 2 hat sich Scholz nicht mehr im Detail geäußert. Da hat er gesagt, da sei eigentlich alles dazu gesagt. In seinem Anfangsstatement aber ließ er ja durchblicken, man habe natürlich auch über die Zeit gesprochen, wenn Deutschland CO2-neutral sein will. Wenn also Gas nicht mehr in dem Umfang gebraucht werde, war das vielleicht seine Art zu sagen, wir lassen uns nicht verpressen. Also tatsächlich ging es auch um grüne Energien. Das scheint ein Thema der aktuellen Bundesregierung zu sein. Das ist auch in der Ukraine Thema gewesen bei früheren Besuchen. Das ist etwas, wo jetzt Akzente gesetzt werden sollen. Aber natürlich war der Schwerpunkt lag bei den anderen Themen, die die europäische Sicherheit zurzeit betreffen. Schauen wir noch mal auf die Nachfragen, die aufkamen in der Pressekonferenz. Auf Nachfrage, ob die Ukraine zur NATO beitreten werde, antwortete ja Scholz. Selbst wenn es soweit kommen würde, würden er und Putin möglicherweise dieses Amt als Regierungschef nicht mehr erleben. Wie ist denn das zu werten? Also Scholz verweist darauf, dass es lange dauert, auch etwas, was gestern anklang. Das ist ja eine der möglichen Zugeständnisse, die gehandelt werden, dass der Westen vielleicht signalisieren kann, ob informell oder sogar formell, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Das ist gestern auch bei Scholz' Besuch in der Ukraine ein bisschen angeklungen. Das ist für den Westen ein schwieriger Schritt, weil die NATO ja eigentlich die Politik hat der offenen Tür, also dass Staaten selber entscheiden können, in welches Militärbündnis sie gehen, aber vielleicht ist das eine mögliche Form des Kompromisses. Putin allerdings will sich eben nicht auf solche vagen Zusagen verlassen, sondern er sagt, er bestehe darauf, dass es ganz klare Äußerungen, ganz klare Festlegungen gebe und die will er jetzt haben. Vielen Dank, Demian von Osten nach Moskau.